Grüße euch, meine Lieben. Ich habe ein neues Rezept für euch. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ich diese Linzerschnitten gemacht habe. Das Rezept habe ich von der Mutter einer ganz, ganz guten Freundin von mir, also meiner allerältesten Freundin. Diesen Kuchen haben wir schon immer bei ihrer in der Schulzeit gegessen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich, also überhaupt Linzerschnitten, Linzertorten ist einer meiner allerliebsten Mehlschmeißen. Und dieses Rezept ist generell genial, nicht nur weil es wirklich super lecker ist und man mehrere Tage einfach eine Mehlspeise zum Kaffee hat, ist es auch irrsinnig einfach. Also das ist wirklich ein Kuchen, wo man sich denkt, ich bekomme spontan Gästekuchen. Das ist die Art Kuchen, wo man wirklich dann spontan einfach schnell was zaubern kann. Die Zubereitung dauert von denen nicht einmal 15 Minuten, weil man einfach nur am besten die Schüssel auf die Küchenwaage raufgibt und dann einfach alle trockenen Zutaten reintut, einmal durchmischen, dann die Butter, die Eier noch einmal durchmixen und dann kommt das schon aufs Blech und das war's von der Zubereitung. Man hat aber trotzdem einen super, super leckeren Kuchen. Tja, meine Lieben, und wie ich das jetzt gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Als erstes brauchen wir einmal 300 Gramm Mehl. Ich habe hier Dinkelmehl, Typ 700 für die Österreicher. Ich weiß leider nicht, wie es bezeichnet wird in Deutschland bzw. in der Schweiz. Schaut einfach im Internet nach, meine Lieben. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jetzt kein Dinkelmehl wollt, natürlich auch ein Weizenmehl nehmen. Ich glaube, da spricht nichts dagegen. Ihr müsst halt nur schauen, ob wegen der Konsistenz, es soll halt so ähnlich halt sein. Dann gebe ich da 200 Gramm geriebene Haselnüsse dazu. Ihr könnt natürlich auch Mandeln nehmen oder Mandeln nehmen oder auch Walnüsse. Dann habe ich hier 10 Gramm Backpulver, 8 Gramm Vanillezucker. Das ist halt eine Packung. Ihr könnt natürlich auch Vanillearoma nehmen oder was ihr halt habt. Dann habe ich hier einen Teelöffel Zimt. Ihr könnt natürlich auch mehr reingeben, wenn ihr wollt, oder auch mit Nelkenpulver noch würzen. Bitte stimmt das einfach eurem Geschmack ab. Dann kommt da 200 Gramm Staubzucker dazu. Ich gebe deswegen Staubzucker dazu, weil sich das dann einfach besser verbindet. Und die trockenen Zutaten mischen wir jetzt einfach nur gut miteinander durch. Dann gebe ich 250 Gramm geschmolzene Butter dazu. Bitte, die soll nicht mehr heiß sein, die soll wirklich dann schon Zimmertemperatur haben. Deswegen hat sie bei mir schon diese Konsistenz. Die geben wir einfach dazu. Ihr könnt bitte natürlich auch kalte Butter nehmen und den ganz normalen Mürbeteig machen. Und beziehungsweise dann auch, das dann auch schön abkühlen lassen, wenn ihr euch so leichter tut. Aber ich mache das da einfach so. Und dann gebe ich auch noch drei Eier dazu. Das sind drei Eier der Größe M. Jetzt wird sich jeder von euch denken, na lustig, wie wird sie das jetzt machen? Die Schüssel ist voll. Ich habe gedacht, das geht sich genau aus, aber mal schauen. Auf jeden Fall drei Eier kommen dazu. Ich werde jetzt das einfach nur mit dem Mixer einfach nur zusammen halt so verkneten mit diesen Knethaken. Ihr könnt das natürlich auch in die Küchenmaschine geben oder auch mit der Hand kneten, wie es euch leicht am besten gefällt. So sollte dann die Masse in etwa circa aussehen. Jetzt gibt es circa ein Drittel von der Masse dann auf die Seite. Das brauchen wir dann für das Gitter, was wir oben dann drauf dressieren. Ein Drittel, das ist bei mir ja circa so 350 Gramm, also so circa, gebt euch dann auf die Seite. Das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil ich jetzt nicht weiß, wie genau ihr euer Gitter macht, aber wenn ihr so 350 bis maximal 400 auf die Seite gebt, müsste sich das dann normalerweise ausgehen. Die anderen zwei Drittel der Masse gebt ihr jetzt einfach nur auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Ich habe jetzt meinen Rahmen herumgetan. Den habe ich mir eingestellt auf 20 mal 20 auf 27 cm habe ich den eingestellt. Ihr könnt natürlich jede andere Form auch nehmen, eine größere oder eine kleinere. Ihr müsst halt einfach nur dann bedenken, dass der Kuchen dann entweder ein bisschen höher ist oder ein bisschen flacher. Und das Ganze verteilen wir jetzt überall schön und streicht es dann auch schön glatt, so gut es halt geht. Als nächstes gebe ich dann Ribisselmarmelade drauf. Das sind bei mir genau 300 Gramm. Ihr könnt aber bitte auch natürlich weniger oder raufgeben. Stimmt das einfach nur eurem Geschmack ab. Gebt das einfach nur schön oben drauf. Und dann verteilen wir es überall.
Meine Lieben, ihr könnt natürlich auch jede andere beliebige Marmelade nehmen, die euch schmeckt, beziehungsweise die ihr halt zu Hause habt. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt die nehmen. Wenn ihr das dann verstrichen habt, gebt dann das eine Drittel, was wir uns auf die Seite gegeben haben, einfach in einen Spritzbeutel mit so einer runden Tülle. Ihr könnt natürlich auch eine andere nehmen, also so eine Sterntülle oder was euch halt gefällt. Ich nehme halt nur die einfache. Ihr könnt aber auch bitte, wenn ihr das nicht habt, einfach nur einen Gefrierbeutel nehmen und unten dann ein Loch reinschneiden. Und jetzt spritzen wir dann einfach nur das Gitter drauf. Wie schon gesagt, bitte ihr macht das so, wie es euch gefällt, so eng, wie es euch gefällt. Schaut einfach nur, dass es sich zum Schluss irgendwie ausgeht, dass ihr auf dem ganzen Backblech das Muster habt. Was natürlich auch nicht schlimm ist, falls es sich nicht ausgeht, aber schöner ist es halt doch, wenn es sich ausgeht. So sieht das dann zum Schluss bei mir aus. Aber ihr gebt es bitte rauf, wie ihr wollt. Vielleicht schafft ihr das ein bisschen genauer wie ich, aber naja, das sieht man dann zum Schluss nicht. Das ist mir jetzt genau übrig geblieben. Also bitte schaut einfach, dass es sich so halbwegs ausgeht. Den Rest könnt ihr dann einfach nur auf den Seiten noch ein bisschen verteilen. Und dann kommt das bitte in den vorgeheizten Backofen. Bitte bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ja 20 bis 30 Minuten, abhängig von eurem Backofen und natürlich auch von der Form, die ihr halt benutzt. Meine Lieben, ich habe noch ganz vergessen, deswegen hat das auch so nackt ausgesehen. Man kann noch ein paar Mandelblättchen draufgeben, wenn man halt möchte, und falls nicht, lasst das dann einfach weg und dann kommt das dann ins vorgeheizte Backrohr. So, meine Lieben, so sieht das jetzt fertig bei mir aus. So sieht der, sehen die Linsenschnitten halt im Ganzen aus. Jetzt kann man sie dann schon schneiden, natürlich in den Größen, in die ihr wollt. Ihr könnt auch noch ein bisschen Staubzucker raufgeben, wenn ihr wollt. Also so leicht bestäuben. Finde ich, sieht auch ganz gut aus. Ja, meine Lieben, falls euch das Rezept gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, vielleicht einen Kommentar, wenn ihr es nachgebacken habt. Ich freue mich auch immer sehr über Fotos. Die könnt ihr mir dann entweder posten auf Facebook oder Instagram. Falls ihr mich noch nicht kennt und nicht abonniert habt, holt das schnell nach, dann verpasst ihr auch keines meiner neuen Videos. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!